Hallöchen! Herzlich willkommen in unserem Barbecue-Store! Was können wir dir anbieten? Alles! Herzlich willkommen, René, und du brauchst heute hier nichts klauen! Wer sagt das? Wer sagt das? Wer sagt das? Wer sagt das? Lieben, herzlich willkommen bei DIY Inspiration und herzlich willkommen zu unserem neuen Store. Und zwar gibt es heute Bubble Tea, aber mit einem ganz besonderen Twist. Genau, wir haben heute Bubble Tea mit verschiedenen Eisteesorten. Entweder Arizona-Eistee, Brattee oder Dirtee. Und wir können das Ganze mit Säften oder mit Kokosmilch noch ein bisschen vermischen. Wir haben verschiedene leckere Bubbles da. Wir haben Erdbeere, wir haben Blueberry, also Blaubeere oder Heidelbeere. Oder Passionsfrucht. Und natürlich auch jede Menge Eis da vorne. Das steht schon bereit. Und jetzt fehlen natürlich nur noch unsere Kunden. Hier ist schon super schön dekoriert. Ich würde sagen, ich lade mal ein paar Gäste ein. Ja, sehr gut. Wir machen wieder ein Video, ne? Wir machen ein Video. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen in Eva und Katis Bubble Tea Store. Heute gibt es super leckere Bubble Teas für euch. Wir haben neue Perlen. Wir haben Himbeeren nicht. Wir haben Erdbeer. Wir haben Passionsfrucht. Und wir haben ganz viele super leckere Eistees. Also, und Säfte. Kommt auf jeden Fall vorbei. Sehr gut. Ja. Einladung ist raus. Hoffen wir mal, dass möglichst viele nette Kunden vorbeikommen. Ja. Und wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, über Geld sprechen wir mittlerweile gar nicht Nein. mehr. Ich glaube, da wird uns einfach sowieso wieder niemand was für Vielleicht bezahlen. Vielleicht bekommen wir ein paar nette Geschenke. Das wäre schön. Das oder irgendwelche albernen Sachen. Ja. Oder jemand versucht wieder alles zu klauen. Ja. René? Genau. Diese Grüße gehen raus an René. René, wir hoffen nicht, dass das passiert. Aber los geht's. Los geht's. Ich habe schon was vor der Tür gehört. Ich werde mal ganz vorsichtig rausgucken. Ist da schon ein Kunde vor der Tür? Es ist Felix! Und Felix hat sich mal wieder passend Es ist wieder Sommer. Einer Sonnenbrille. Sonnenbrille. Der Sommer ist zurück. Sehr, sehr passend zum Sommer. Es ist ja wieder richtig heiß draußen. Haben wir richtig erfrischende Bubble Teas am Start mit Eistee. Ja. Ich habe schon gehört und bin extra früh gekommen, damit ich jetzt erstmal Bubble Tea bekomme. Sehr schön, das freut uns. Was können das wir Video war gerade erst raus, da steht Felix schon in den Startlöchern. Ich glaube, ja. Er hat es gehört. Ich hatte so einen siebten Sinn dafür. Du hattest einen siebten Sinn. Was können wir dir anbieten? Alles. Alles? Ich möchte alles. Okay. Welche Eisteesorte spricht dich denn so am meisten an? Ich meine, wir haben drei ganz unterschiedliche Marken im Sortiment und da auch noch mal ganz viele verschiedene Sorten. Also da kannst du dich einfach jetzt mal Ja, also heute könnte es wieder länger dauern. Oh, ich finde alles toll. Ach. Sehr schön. Ich habe dir schon Ach, mal den ungewöhnlich. Becher geholt. Ach, wie ungewöhnlich. Bei Felix kann es mal wieder länger dauern. Das Felix kennst ist ja. begeistert. Das kennen wir ja von Felix gar nicht. Zwei Mal habe ich ja etwas zügig gemacht, aber heute etwas nicht. Zügig. Von den Bubbles Minuten. Darf alles rein. Also. Dann würde ich mit den Bubbles schon mal anfangen. Das, also wenn das geht, gerne. Man darf hier bei uns alles Mögliche. Ja. Macht man da so viele rein? Hier wäre... Ja, mehr, genau. Desto besser. Wir gönnen Felix heute mal ein paar Bubbles. Und wie nett, Eva bereitet gerade ein kleines Testgetränk für uns. Tatsächlich hier auch eine Sorte, die ich noch nicht kenne. Die anderen hatte ich auch alle schon. Aber das du bist auch nice. Eher so der Typ, der gerne auch mal neue Sorten probiert, ne? Ich gehöre auch zu den Leuten, die gerne mal neue Sorten probieren. Hm. Und Felix ist da genau wie Bali ich. Bali Edition ist mit Vanillegeschmack. Ja. Ich finde, der hat was. Der Arizona-Eistee. Ja, ich bin mir da nicht sicher. Koffeinfrei mit E-Sprite. es findet jetzt hier irgendwie ein Eistee-Tasting statt. Ich weiß auch nicht, in was ich hier reingeraten bin. Ich dachte, wir machen einen Bubble Tea Store. Oh, der ist lecker. Aber ich weiß noch nicht, ob ich den dazu möchte. Felix Aber ist überfordert. Aber ich glaube, ich nehme tatsächlich mit Wassermilch. Er nimmt jetzt einfach das, was er noch nicht... Was er eh schon kennt. Ja, aber jetzt weiß ich schon mal, dass die gut schmecken. Die kann ich mir nochmal so kaufen. Aber für den Bubble Tea selber, das war ja die Frage, ob ich das als Bubble Tea möchte. Ja. Und da ist es alles in Ordnung, Felix. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Bei uns darf man auch einfach mal was probieren. Und aha, Felix möchte das Ganze auch noch mit Kokosmilch. Ja, ein bisschen milchig dabei. Ein bisschen milchig. Vielleicht dauert es doch gar nicht so lange. Hier ist er. Und ich film mal drauf. Ich glaube, das sieht schon ziemlich cool aus. Und wenn da jetzt noch Milch mit dazu kommt. Ich freue mich schon. Ja, das sieht gut aus. Gut, kannst du dir auch da vorne einen Strohhalm nehmen. Wir haben verschiedene... Wiederverwendbare Bubble Tea Strohhalme. Genau. Die sehen richtig cool aus. Oh, das sieht schön aus, Felix, was du dir da zusammenstellen lassen hast. Ich gehe mal nochmal näher ran. So, sehr schön. Willst du einmal probieren? Ja, das Wichtigste ist ja der Geschmack.
Der schmeckt schon mal sehr gut. Sehr schön, das super. Freut uns. Also, wenn du später Lust hast, kannst du natürlich nochmal vorbeischauen. Und ja, ich wir glaube wir sind noch den ganzen Tag hier, machen genau. leckeren Bubble Tea bei diesem richtig fantastischen sommerlich. Wetter. Mhm. Da stehen nämlich schon noch ein paar weitere Kunden in den Startlöchern, habe ich gerade gesehen. Kunde. Dann gehe ich raus bald. Mit dir! Raus mit dir, Felix! Raus mit dir, Felix! Mehr Sommer! Da kommt eine sommerlich gekleidete Kundin. Hallöchen! Herzlich willkommen in unserem Bubble Tea Store! Ich rieche ein bisschen Sommer, ich rieche ein bisschen Summertime. Ja. Oh, und hier ist es echt ordentlich, unordentlich, seitdem Felix da war. Entschuldigung. Und es ist ganz wir räumen mal ganz schnell wieder ein bisschen auf. Felix hat nämlich hier einfach das Ganze zu einem Eistee-Tasting gemacht. Ach so, das können wir dir natürlich auch anbieten. Ja, das bieten wir dir natürlich auch an. Irgendwas noch nicht kennst? Also ich kenne alle Eisteesorten. Ich kenne auch mittlerweile alle von diesen Bubble-Tea-Perlen. Soll ich vielleicht mal den nächsten? Ich wollte gerade sagen, lass uns mal tauschen. Ich werde dir einen Bubble-Tea zubereiten. Hervorragend. Ein Bubble-Tea deiner Wahl. Okay, also ich möchte gerne Brattee. Ja, welche Sorte? Wassermelone. Okay, mit welchen Bubbles? Also auf jeden Fall will ich es erstmal mit Kokosnuss gemischt haben. Ja, auch kein Problem. Und Eiswürfel? Ja, sehr gerne auch Eiswürfel. Erfrischende Eiswürfel. Sehr gerne. Und dann nehme ich hier noch so Erdbeer-Bubbles. Darf es viel oder wenig Eis sein? Wenig Eis, nicht zu viel Eis. Weil sonst wird das alles so wässrig und dann ist halt so ein bisschen so... So, Erdbeer-Bubbles für Danja. Wie viele? Ja, schon mehr. Ja? Hm? Sagst du Stopp, ne? Ich sag irgendwann Stopp, ja. 5 Stunden später. Es riecht hier auch sehr gut ich an glaube, diesen, bei den Erdbeerbubbles. Komm, einen extra Löffel. Einen extra Löffel gibt's noch. Den nehme ich doch mit Freude. So, und oh, das wird sehr, sehr schön aussehen, wenn wir den jetzt mit diesem Wassermelonen-Eistee kombinieren und dann noch ein bisschen Kokosmilch dazu geben. Oh, das sieht sehr gut aus. Sehr, sehr, sehr gut. Viel oder wenig Kokosmilch? Reicht so und dann Kokosmilch drauf. Ja. Ui, seht ihr das? Das sind Skills, meine lieben Freunde. An Kathi ist was verloren gegangen? Eine Barkeeperin ist an Kathi verloren gegangen. Oder eine Barista. Oder eine Barista. Guckt euch das doch mal an. Das ist wunderschön. Ich kann alles. Es ist einfach... Egal welcher Schuss. Es ist, wie es ist. Kathi es ist noch nie aufgefallen, dass ich das eigentlich nicht professionell mache. Wie, jetzt machst du nicht? So, bitteschön. Dankeschön. Und kriegst du noch einen Strohhalm? Du darfst dir auch eine Strohhalmfarbe aussuchen. Okay, ich möchte diesen Regenbogenfarben, denn der passt besonders gut zu mir. Sehr gut. Okay, aber jetzt muss ich es leider mischen. Musst du, ja, das schmeckt oder dann... Oder du kannst beim Trinken hochziehen. Jetzt habe ich es gemischt. Ist nicht schlimm. Kann man trinken, ne? Kann man trinken, schmeckt sehr gut. Und die Bubbles passen auch sehr gut. Die Milch flockt irgendwie hier drin so ein bisschen. Ich denke mal, das liegt an dem Eis. Aber... Ja, das passiert. Das ist nur eine optische Sache. Ja. Das ist eine optische Sache. Schmeckt aber wirklich hervorragend. Sehr schön. Das freut uns. Ach, schön. Wieder eine Kundin glücklich gemacht. Perfekt. Genau. Und ich komme auch mal direkt hinter Danja her. Ich habe nämlich das Gefühl, dass da noch ein Kunde... Ah, da sehe ich doch den Donny. Hallo, Donny. Ja. Donny. Endlich bin ich dran. Ich habe so Durst. Ich verdurste hier draußen fast. Deshalb, herzlich willkommen. Dankeschön, dankeschön. Auch Donny, finde ich, hat einen sommerlichen Look heute. Ja, also heute soll es ja bis zu 25 Grad wieder werden, dachte ich mir so an. Dann kam ich mal meine Shorts aus dem Schrank raus. Ja, genau. Hallo, Donnys Beine. Das sind heute meine. Hier einmal und das kurze Infos. Es ist ein Bubble Tea Store, wie du siehst. Ja. Man kann sich deshalb verschiedene Bubbles aussuchen, man kann auch alle nehmen. Und wir haben diverse Eisteesorten. Arizona, Bra oder Dirty. Ja, okay, gut. Man kann das Ganze noch mit Säften mischen mit Kokosnussmilch. Ja, okay, dann bleibe ich lieber beim Saft. Okay. Ich muss sagen, ich finde Pfirsichsaft ziemlich lecker. Ja. Dann würde ich den nehmen. Okay, dann überlege ich mal Pfirsichsaft. Oder wir können auch mehrere mischen. Wir sind da ganz offen, Donny. Wir bereiten dir also das hier zu, was dein Herz begehrt. Okay, das ist natürlich sehr gut. Also dann probiere ich auf jeden Fall mal Zitrone und Pfirsich aus. Ja. Donny, möchtest du Eis? Eis dazu? Ja, das wäre super. Sehr gut. So, welche Bubbles? Welche Erdbeer, Blaubeer. Stopp. Wir sollten, glaube ich, so eine Suppenkelle da reinpacken. Ja, wirklich. So, dazu so. Dann Pfirsichsaft und... Pfirsichsaft und Zitronenbrattee. Und so haben wir aber hier noch eine gewisse Säure drin mit der Zitrone. Und das ist sehr gute Idee. Und wir werden jetzt ja auch gleich herausfinden, wie es schmeckt. Du wirst es ja probieren. Mhm. Genau. Wir haben diesmal auch das erste Mal Fruchtsaft mit drin. Das Ergebnis wird auf jeden Fall ein bisschen anders. Soll ich das mal vorher noch keiner gemacht? Nein, vorher hatten wir nur Tee mit Milch. Okay. So, ich lasse das mal wieder an der Seite so reinlaufen. Vielleicht entsteht da wieder irgendwo ein
Ein Übergang, so. Ein Effekt. Mhm. Donnys Bubble-Tee ist, glaube ich, fertig. Oh, ja. Welchen Strohhalm möchtest du? Ich finde den gelben. Danke. Gold ist das. So. Extra für dich Gold. Yes. Donny rührt direkt um und es wird probiert. Und jetzt mal. Tasting. Mmh. Schmeckt ja. Nein, schmeckt nicht voll gut. Also, Donny! Das war nicht zu ernst. Das war ein Prank von Donny. Ja, genau. Nee, also, der schmeckt wirklich gut. Also, ich muss sagen, eine Kombination aus reinem Saft oder frischem Saft und einem Tee ist sehr gut. Sehr schön, also, das freut uns. Ja, also ab und zu übertreffe ich mich mit meinem Genie selber, muss ich sagen. Das Donny-Genie. Ein sehr selbstbewusster Kunde. Ja, sehr schön, das gefällt uns. Und auf jeden Fall, das könnt ihr jetzt jedem weiterempfehlen. Ja. Und dann, ich würde sagen, falls jemand sich nicht entscheiden kann, sage ich, es gibt eine Empfehlung Donny-Special. Des Donnys. Mhm. Des Donnys. Das ist jetzt, nicht des Hauses, sondern eine Donny-Empfehlung. Das ist jetzt der Bubble Tea Donny Edition. Mhm. Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut, ich werde dann noch ein bisschen weiter trinken. Ja. Und mal schauen, wenn ich euch als nächstes schicke. Also ich würde den Laden auf jeden Fall empfehlen. Sehr schön, das freut uns. Und wenn du später noch Lust hast, Nachschlag, ich würde dir auch nochmal eine Donny Edition zusammenmischen, wenn du möchtest. Das Angebot nehme ich auf jeden Fall an. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später. Bis später. Danke. Sehr schön, das läuft doch gut. Das kommt richtig gut an bei den Kunden. Aber heute ist auch einfach so ein Tag, wo man so ein erfrischendes Getränk gut gebrauchen kann. Das ist das perfekte Wetter dafür. Und bisher sind so die Arizona und die Berati sehr beliebt. Bei dem Dirty war noch keiner bisher. Nee. Aber ja, wir gucken mal. Es kommen ja sicher noch ein paar. Ich denke auch. Wir machen uns vielleicht selber auch noch einen. Ja. So, Eva schaut mal gerade nach, ob da eventuell schon ein... Ah, René kommt. René ist da. Hi. Hi, René. Es gibt Bubble Tea. Sehr gut. Und herzlich willkommen, René. Und du brauchst heute hier nichts klauen. Sondern... Wer sagt das? 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 Ciao. Oh, Mist. Das kann ich ja nicht mehr weg. Das kann er nicht mehr weg, ich habe ihn festgehalten. Es gibt fantastische Eisteesorten, Fruchtsäfte und Milch. Wir haben ja jetzt nur die Kokosnuss stehen. Wir hätten aber auch noch andere da. Milch mit Eistee? Ja, das schmeckt gut. Haben wir schon gehabt. Sicher? Das klingt mir nach einer sehr wilden Mischung. Falls du dich nicht entscheiden kannst, gibt es auch noch eine Empfehlung für Donny, die wir weitergeben können. Das Donny-Spezial. Empfehlung von Donny? Der Donny-Spezial. Eine Empfehlung von Donny? Ja. Die nehme ich schon mal nicht. Das waren Blueberry Bubbles, dann war es Brattee mit Zitrone und es war Pfirsichsaft. Das ist die Empfehlung. Das ist die Empfehlung das ist von Donny. Donnys Empfehlung, aber du kannst dich gerne auch selber hier kreativ ausleben. Ja, das ist wir eine bessere dir, Idee. Wir helfen dir, deinen Eistee-Traum wahr werden zu lassen. Das ist ein perfekter Werbespruch. Okay, dann womit fangen wir denn an? Mit den Bubbles wahrscheinlich. Okay, da nehme ich die schon mal nicht. Dann gibt's Strawberry. Das wäre auch nicht, dann nehme ich die hier. Okay, es gibt Passionsfrucht. Ja. Maracuja. Ja. Und als Eistee nehme ich... Granatapfel könnten wir auf jeden Fall dazu empfehlen. Nee, Granatapfel, das ist mir... Das ist es nicht. Vielleicht auch ein Arizona dazu, vielleicht eine Peach. Pfirsich. Ja, dann würde ich den oder aber oder Candy. Ich habe das Gefühl, René hat sich noch nicht entschieden. Er muss kurz noch mal so ein bisschen sammeln. Ich bin gerade einfach zu schockiert von der Auswahl hier. Deswegen war das so der Reflex, alles zu klauen, weil dann habe ich ja alles. Nein. Aber ich nehme mal den hier. Mhm. Aha, Candy kommt dazu. Candy. Und dann, die hat ja noch keiner bisher benutzt. Nee. Boah, sieht das schön aus. Also wenn das sieht aus wie ein Sonnenuntergang. Ey, das sieht also jetzt mal wirklich, das sieht mega schön aus. Ja, das war eine. Ich muss sagen, den schönsten Tee hat bisher René, oder? Mhm. Darf noch ein Topping drauf, vielleicht so ein bisschen Granatapfelsaft. Der sieht ja so schön aus, ich will den jetzt nicht kaputt machen. Vor allem nicht mit Milch. Ich glaube auch, wenn man Saft oder Milch reinmacht, dann wird das so flockig. Ja. Ich denke mal, das sieht so schon richtig cool aus, glaube ich, lasse noch so. Vor allem die Bubbles, die werden ja auch so einen gewissen Geschmack reinbringen. Ja. Ich glaube, wenn das mit Milch... Dann probier doch mal direkt, René. Ja. Schön. Zur Not können wir dann noch was nachschütten. Richtig. Schmeckt... René hat sich direkt schon nicht wirken. So eine Bubble ein bisschen heiß gezogen. Schmeckt gut, wenn man auf sehr süße Sachen steht. Also ist natürlich mega also süß so, ne? Für dich. Ja, perfekt für mich. Wenn man mich kennt, dann weiß man, dann ist es einfach perfekt für mich. Also, schmeckt immer noch gut. Aber ist schon sehr, sehr süß. Ja, es ist halt, es ist glaub, halt Candy, ne? Ja, du hast dir halt Candy ausgesucht. Und du bekommst halt Candy. Und Candy ist bekanntlich süß, ne? Ja. Hätte ich wissen können. Hättest du wissen können? Okay, aber schmeckt trotzdem gut. Das freut uns. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Wenn du noch Nachschlag haben möchtest, wenn du noch ein Eistee haben möchtest, wir haben den ganzen Tag noch geöffnet. Sehr gut, dann kommen wir mal vorbei. Bis gleich. Bis dann. Ja, ich finde das
läuft ja wirklich so. Das läuft sehr, sehr gut. Felix war da, Danja war da, Donny war da, René war da. Genau. Claudio ist heute nicht da. Claudio ist nicht da. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal noch einen. Ich glaube, dann machen wir uns jetzt erstmal noch einen. Bubble Tea. Ich starte erstmal direkt mit Eis. Und ich glaube, ich möchte Passionsfrucht Bubbles und ja. Erdbeer. Ich glaube, ich nehme zweierlei. Und ich glaube, ich möchte tatsächlich, also ich möchte auch ein bisschen von dem Dirty rein. Ah, du traust dich zu mischen, ne? Ich trau mich. Ich finde, das sieht auch so richtig schön aus, Eva. Dann nehmen wir hier Brattee dazu. So. Oh, das sieht schön aus. Gut. Gut, gut, gut. Ich finde, der sieht auch sehr, sehr schön aus. Ich probiere den jetzt einfach mal so. Sehr gut. Und ich nehme aber, der ist nämlich tatsächlich ein bisschen so Herbgranatapfel. Ich nehme ein bisschen Saft damit rein. Oh, das sieht auch toll aus. Das hätte René doch machen können. Ja. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass das vielleicht... Guck mal, das setzt sich auch direkt unten so ein bisschen ab, ja, und es entstehen so Schichten. Mhm. Ja. Das bringt, ich habe mich auch noch nicht entschieden, welche... Das bringt jetzt tatsächlich noch mal so ein bisschen mehr Frucht rein. Welche Eistee-Sorte ich nehme. Ich bin die ganze Zeit noch am Grübeln. So. Und Kathi ist dran. Okay, gut. Ich nehme mir als erstes natürlich auch Eis. So. Okay. So, und ich möchte wirklich von allen Bubbles mal probieren. Von allen Bubbles einen Löffel. So. Es wird vielleicht so was ganz fruchtig Buntes hier bei mir. Das ist eine so, sehr gute Idee. Obwohl ich jetzt gerne dieses Ich kann mal zu dir rum. Edition wollte ich gerne mal probieren. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr heller Tee ist. Felix hat den probiert tatsächlich. Ja. Ach ja, genau. Das ist sehr heller Tee. Aber es ist auch sehr, sehr schön optisch. Vielleicht, wenn du da gleich noch von dem anderen... Ich gebe noch irgendwas anderes dazu. Ist so schwierig. Mega schwierig, ne? Wir können uns ja heute noch den einen oder anderen Eis hier mischen. Richtig. Nochmal Granatapfelsaft. Und ich werde das wieder so reingleiten lassen. Und es macht es vielleicht jetzt ein bisschen kaputt, aber ich würde gerne ein bisschen Kokosmilch mit dazu machen. Ich mag Kokosmilch auch total gern. Ja. So. Ja. Oh, das sieht gut aus. So gut aus. Hast du deinen schon probiert? Ich habe meinen schon probiert. Sehr, sehr lecker. Meinen probieren. Ja. Können wir dich begeistern für den Bubble Tea? Ja. es ist gerade so direkt in meinem Mund explodiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, welche Sorten das waren. Ich mache nochmal. Ja. Schmeckt mir richtig gut. Ist cool, ne? Ja. Sehr, sehr cool. Das, oh, das gibt auch direkt so Energie, ne? Mhm. Ist richtig so schön erfrischend kühl. Erfrischend kühl und so süß, fruchtig. Ha, ja, schön. Richtig schön im Spätsommer. Also ich muss sagen, es ist wieder einer der coolsten Shops überhaupt für mich. Weil man so schöne verschiedene Mischungen machen kann und so Säfte, Kokosmilch. Und es sieht auch alles so süß aus. Wir haben ja hier diese süße Deko, Früchte, verschiedene Eisteesorten. Ich mag auch eigentlich sehr, sehr gerne Eistee. Also ja. Das passt. Kriegt super. Man direkt gute Laune. Ja. Was hättet ihr euch in euren Eistee reingemischt oder in euren Bubble Tea? Welche Eisteesorte hättet ihr genommen und welche Bubbles? Mhm. Schreibt es mal unten in die Kommentare, euer Lieblingsrezept. Ja. Können wir uns ja noch ein bisschen austauschen. Mega viele Kombinationen. Vielleicht auch was wir gar nicht hier haben. Richtig. Wenn ihr sagt, boah, die Bubbles, die Zitronenbubbles sind so lecker oder so. Tapioca-Perlen haben gefehlt. Sie haben gefehlt. Schreibt es gerne alles unten in die Kommentare. Genau, dann Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.